Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Ja. Die klang recht gleichgültig, die gute Nocturnal. Wenn ihr mich fragt. Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Er hat noch mehr getan? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Dieser Schlüssel passt also zu jedem Schloss? Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Die Gilde sollte dieses Werkzeug in seinen Besitz bringen. Oder wir drei könnten ihn gemeinsam verwahren. Das klingt, als sollte ihn besser niemand besitzen eigentlich. Gut, dann versteht ihr also, warum es hier um mehr geht, als nur um Mercers Gier nach Macht. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Das erste Mal, dass ich losziehe, um etwas zurückzugeben. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Los geht's! Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Hör zu, Börschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Hör zu, Börschchen. Eines müssen Warum wir erzählt noch ihr mir das? Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt. Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Aber warum nicht ihr, Brynjolf? Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nun ja, wir haben vor eurer Beförderung erst noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Werdet jetzt also nicht sentimental. Einverstanden. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintand befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Bürschchen. An den Kampf wird man sich lange erinnern. Wir sind jetzt wohl Nachtigallen, Brynjolf, ha? Ja, und einiges von dem, was Kalia gesagt hat, ergibt langsam einen Sinn. Mercer hat vielleicht unseren Ruf beschädigt und unser Gold ergaunert, doch das geht selbst über seine Aktionen weit hinaus. Der alte Delvin nannte es immer einen Fluch und wir verspotteten ihn. Tja, zu früh gelacht. Scheint so. Meint ihr, wir haben eine Chance gegen Mercer? Hättet ihr mich gestern gefragt, wäre meine Antwort nein gewesen. Aber nun sind unsere Chancen gestiegen. Na klar, wegen der Badass-Rüstung. Erklärt mich für verrückt, aber ich vertraue Kalia. Ich glaube nicht, dass sie uns auf eine Selbstmordmission führen wird. Außerdem sterbe ich lieber mit Mercers Blut an meiner Klinge,
als den Rest meines Lebens zu bedauern, davongelaufen zu sein. Aber. Ja. Bis zum nächsten Mal, Würschchen. Yeah, wir haben ja wohl die geilste... Wisst ihr, woran mich diese Rüstung so von hinten ein bisschen erinnert? Von vorne jetzt so vom Face her eher nicht. Das Gesicht ist frei. Aber die Rüstung erinnert mich so ein bisschen an die vom Garrett bei Dark Project. Der läuft auch so rum. Mhm. Ja, Mann, wir werden hier zu Garrett, der Meisterdieb. Vor allem, der hat das mit den Händen auch so, dass halt so vorne das rausschaut. Weil dann kann man mit dem Bogen besser umgehen, als wenn man die Handschuhe komplett... Wenn die komplett die Finger verdecken. Ja, finde ich richtig geil. Also muss ich echt sagen, die Rüstung, die taugt mir. Ich glaube, das wird meine Lieblingsrüstung. Aber es ist wahrscheinlich eine leichte... Ist wahrscheinlich eine leichte Rüstung, ne? Ja, Rüstung 3245. Ja, die ist total scheiße. Die werden wir jetzt mal aufrüsten gehen. Und dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Ich habe keine Lust, dass meine Festplatte überläuft. Und außerdem ist es schon spät. Ich dachte, ich hätte euch Hammeriten klar zu verstehen gegeben, dass ihr Unpünktlichkeit hast. So, irgendwann, da waren wir sogar schon drinnen, okay. Oder haben es zumindest entdeckt. Jetzt erstmal ins schöne Haus Heljachen. Ein bisschen Zeug ablegen und jetzt erstmal, also... Ich behalte euch noch dabei, wenn ich die Rüstung verzaubere und fortentwickle. Was brauchen wir denn überhaupt um die Rüstung? Brauchen wir da auch Leder oder... Nein, wir brauchen Salze der Leere. 1, 2, 3, 4 Stück. Aber sollten wir ja eigentlich haben. Haus Heljachen. Wait, so it's. Schauen wir mal. Salze der Leere. Haben wir eigentlich hier noch was? Das Ding, da kann ich eigentlich mal verkaufen. Genauso wie das. Die sind ja nicht so stark. Dafür kommt hier auf jeden Fall der Eisspalter hin. So. Der ich auch nicht wirklich stark ist. Naja, jetzt schauen wir erstmal, ob wir Void so jetzt haben. Müssen wir eigentlich schon haben. Ja, 24 Stück, also wenn das nicht reicht. So. 4 Stück. Hä? Puppe wandert, okay. Schauen wir erstmal, ob wir die Rüstung noch überhaupt noch verzaubern können. Ne, können wir gar nicht weiter verzaubern. Aber die alle... Seid zurück! Wollen wir etwas spielen? Ach Gott, nein. Gebt auf euch Acht. Die ist mit zwei... Das ist die... Die Kapuze müsste eigentlich nochmal verzaubert werden können. Na, jetzt haben wir es Wetsuets. Dann gehen wir mal in den Keller und beten eine Runde. So, wo sind meine Workbench? Haben wir irgendwas, was Schmiedekunst verbessert? Ich glaube, wir haben einen Wundertrunk des Waffenschmieds oder sowas. Wundertrunk, ja, Verzauberer. Ich muss auch mal wieder Tränke ablegen. Zaubertrank der Zerstörung. Des Falschens, Heilers, Kriegers, Verteidigers. Nichts, was irgendwie mit Waffenschmied zu tun hat. Muss ich mal oben nochmal in meine Kiste schauen. Ich habe doch hier die Getränkekiste. Papa. Ja, Sophie. Das kann ich ja auch mal verkaufen oder so. Krieger, Ritter. Verzauberns, Illusion, Magie, bla bla, Essenz des Ritters. Das Koma haben wir sogar auch im Drogen. Ahnung, Krieger, Scharmützler, Schlossknacken, Verzaubern. Zaubertrank der Gewandtheit.
Illusion. Stärke, Tarnung. Falschen Heiler, Ritter, Verteidiger, Verzauberer, Volltreffer, Wasserwandeln. Ich will aber schon den Zaubertrank saufen, damit die Verzauberung effektiver ist. Dann kaufe ich den Zaubertrank in Weißlauf. Ich hoffe, da ist jetzt nicht Nacht, wenn ich dort ankomme. Er liegt hier immer noch, der tote Kultist. Eine Leiche. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht... Ja, ja, alle sind von Tod besessen. So, Arcadias Kupferkessel. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Ihr seht etwas blass aus. Werft einen Blick drauf. Zaubertränke. So, jetzt schauen wir mal. Tät auch nicht, was ich suche. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wieder. Dann muss ich, glaube ich, mal in die Akademie von Winterfeste reisen. Ich will sowieso mal einen stärkeren Zerstörungszauber lernen. Akademie von Winterfeste. Wir müssen eben im Endtier quatschen, weil der hat gemeint, er kann uns jetzt Zeug verkaufen. Jetzt müssen wir ihn halt nur noch finden, aber der gammelt eben in seinem... Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch... Ich suche immer alle möglichen Waren. Bringt mir, was auch immer ihr... Oh, etwas hiervon, was davon. So, jetzt schauen wir doch mal. Na, hat er nicht gerade wirklich, Aber Dietrich kann ich ihm abkaufen. Ah, Essenz des Waffenschmieds hatte ich die ganze Zeit bei mir. Ich bin ja auch ein Spaßvogel, echt. Reise durch halb Himmelsrand. Aber jetzt habe ich wenigstens mal gesehen, dass er überhaupt gar keine starken Zauber verkauft, der kleine Penner. Muss ich wahrscheinlich erst mit der Magie noch besser werden. So. Ich da vorhin drüber gescrollt, ey. Ich bin schon halb am Einpennen. So. Jetzt aber. Zaubertränke. Essenz des Waffenschmieds. Zack. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was? Warum kann ich denn hier, Für die Nachtigallen-Dingens brauche ich doch sicher einen Ebenerzbarren. Für die Nachtigallen-Klinge. Dies ist eine Ode an... So, Ebenerzbarren. Himmelsrands treueste Söhne und Töchter. Komm. Warum kann ich die hier nicht auswählen? Vielleicht kann ich die nur im Keller irgendwie aufrüsten oder so, keine Ahnung. Komm schon, komm schon, komm schon.
Sprinte. Ha, Schleifstein. Ich check's gerade nicht. Naja, ich habe das jetzt alles auf legendär geschmiedet. Das sollte reichen. Die normale Spitzhacke hier kann ich eigentlich mal verkaufen. Meine Nordspitzhacke hinhängen. Ja, Baby, Mann, das ist so badass, die Rüstung, die taugt mir richtig. Jetzt bräuchte nur noch einen ordentlichen Bogen dazu, dann passt eigentlich alles. Ja gut, Leute, ich würde sagen, dann werde ich hier mal wieder verwalten und dann, ja, hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, Let's Play The Elder Scrolls und Skyrim als Nachtigall für die Diebesgilde unterwegs. Und dann schauen wir mal, dass wir Mercer frei zur Strecke bringen. Bis dahin, alles Gute euch, Leute. Ciao, servus.